Hallo und herzlich willkommen im feuchtfröhlichen Atlantika, meine lieben Freunde. Im letzten Part haben wir Ariel und ihre Freunde gerettet vor ein paar herzlosen Quallen. Und ja, wahrscheinlich will sie sich jetzt bei uns bedanken, wa? Wow, gut gemacht. Ja, das war cool, wa? Na, wollt ihr beide auch noch was dazu sagen, die ihr euch in der Muschel versteckt habt? Hä? Ob sie sich mit einem Kontenhieb öffnen lässt? Das werden wir herausfinden. Zack! Aha. Diese Kreaturen haben uns verfolgt. Oh nein, diese Monster wollen es vielleicht auch zum Palast. Wir sollten lieber sofort zurückschwingen. Aber wenn wir noch mehr von denen begegnen? Tut mir leid, aber wir brauchen eure Hilfe. Bitte kommt mit uns zum Palast. Die drei Zackszeichen an den Wänden weisen den Weg. Solange wir ihnen folgen, verirren wir uns nicht. Okay, los geht's. Na, das sind doch mal Wegweiser. Ariel. Ja, nehmen wir mal Ariel ins Team. Statt Goofy. Muschel der Ruhe. Okay, was kann Ariel denn so? Ariel kann Blitzpotion, lässt Blitze auf Gegner fallen. Vita Potion heilt das Ziel. Aero Potion führt Aero aus. MP Hast wird Schaden sein. Glückspilz, Esprit, Hatzeschleimer und Scharmörzen. Okay, naja. Immerhin. Donald, Goofy. Der hat auch nichts dazu gelernt, ne? Nee. Sora auch nicht. Nein, außer Tontaube. Gut. So, wo sollen wir denn lang? Dort geht's lang. Atlantika. Tritons, Unterwasserreich, Atlantika. Yeah. Oh, es geht wieder los. Kämpfe, 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 yeah. Wie greift Ariel eigentlich an? Gibt's eine Backpfeifen? Oh. Könnte ich mir sogar vorstellen. Nee, sie zwirbelt durch den Gegner so durch. Na. Nee. Ah, dieser Aufwind, ey. Yeah, yeah, ich mach dich fertig. Komm her. Auch faszinierend, dass wir Feuermagie unter Wasser benutzen können. So. Hat sie sich einfach eben gerade... Ach, die hat einen Ether, glaube ich, ausgerüstet. Die hat nämlich eben gerade einfach mal drei, glaube ich, MP-Leisten zurückgeholt. Ja, hier, von hier kämen wir auch wieder zur Muschel der Ruhe, ne? Muschel der Ruhe. Was habe ich nicht gesagt, ne? Ach nein. Nee. Und er setzt Gravitas ein. Und blödes Vieh. Oh, das wurde sofort gefistet. Von Donald. So, was ist denn dort drin? Untersuchen. Mit einem gekonnten Hieb mal wieder. Flupsch. Na. Ha. Was ist das? Mega Potion. Achso. Das klärt natürlich einiges. Sieht so aus, als ob die Strömung da ein bisschen stark wäre und wieder nicht durchkommen. Okay. Gut zu wissen. Meeresströmung, okay. Wo sind die Gegner? Wo sind die Gegner? Wo sind die Gegner? Ich find sie nicht. Ach so. Gib her. Ein Cyanidstein. Eine rote Muschel. Hey, du doofes Vieh, hau ab. Hey, du doofes Vieh, hau ab, habe ich gesagt. Yeah! Oh, lernt ihr es nicht? Blöde Qualle. Ganz ehrlich, böse Qualle. Hahaha, mit Donner mache ich sie alle fertig. Na, komm her. Müssten sie nicht gegen Donner voll allergisch eigentlich sein? Egal. Ha. Na. Ha. Rohe Gewalt hilft dich vielleicht mit Magie. Die sieht rot aus. Vielleicht Feuer? Puff. Und wir halten Mithril-Erz. Und hier haben wir wieder ein schönes Mischelchen.
Und hier haben wir... Na, was haben wir? Mega-Ether, cool. So. Das, glaube ich... Nee, oder? Oder nee, von hier... Ja, da muss ich noch hin, zum Meeresströmer ist das, glaube ich, ne? Ja, der, nee, der Dreizack zeigt noch dort, okay. Anscheinend dort hinein. Okay. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-bam. Ach, nein, schon wieder. Oh, er hat Zeitstopp bei der eingesetzt. Okay. So, die sind beide erledigt. Zeitstopp ist schon so eine coole Attacke. So, komm her. Okay. Das trifft sich gut. So, da geht's zu Triton. Und hier geht's zur Meeresströmung. Ist das nicht eigentlich dasselbe? Was drückt ihr mich weg? Hey. Ba, 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 ba. Jetzt wissen wir, warum sie beheimatet in Atlantika sind. Da sind sie auch schon. Diese Augenwerfer. Aua. Yeah, komm her. Okay, Dreizack zeigt nach dort. Und dort geht's dann wohl zurück nach Atlantika, genau. Da 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 yeah. Ach so, okay. Ach so, ist derselbe Weg. Ach so, alles klar. Ach, da hatte ich reingemusst. Oh. So eine Scheiße. Oh nein. So was sagt mir aber auch immer erst einer zu spät. Heilige Scheiße. Und dort runter. Jetzt folgen wir mal richtig den drei Zacks. Da ba 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 ba. Da lang. Okay, habe ich irgendwie das richtig gemacht? Ich glaube schon. Hey, ich will dich auch mal treffen. Alter. Voll getroffen. Ha, voll tot. Der zaubert sich erstmal voll weg, so ein Arsch. Ja, macht ihn tot. Gut gemacht. Ihr kriegt das schon ganz gut hin. Okay, was ist denn hier oben noch? Achso, hier werde ich wieder aus Atlantika rausgefurzt. Und schon bin ich wieder oben. Gut. Aber das wollten wir eigentlich gar nicht. Gehen wir wieder nach unten. Und ab zu Triton. Oh ja. Ah, ich liebe diesen Soundtrack. Der ist so geil. Oh, das ging schnell. So, wir müssen gleich da sein. Meeresgrotte, aha. Wow, das war eine schnelle Reaktion, Donald. Sie weiß noch nicht mal seinen Namen und sagt sofort, Donald, ich heil dich schnell. Ne, böse Quallen. Ne, yeah. Na, der letzte Angriff hat natürlich nicht gesessen. Hau drauf, Donald. Nach oben geht's weiter, okay. Und was ist das? Ach, eine Muschel. Na, zack. Gib mir her das gute Stück. Will haben. Haben will. Haben will. Haben will. Gehst du doch her. Hütte. Jetzt habe ich noch mehr Hütten im Arsch stecken. Cool. Meeresgebirge. Ba, 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 ba. Hey, das sieht doch richtig aus. Yeah. Ich werde euch alle durchschneiden. Donald, du kannst dich auch selbst heilen. Du hast noch immerhin 2 MP-Streifen. Und du musst nur mit einer... Du verschwendest deine MP, Donald, für so eine Qualle. Für eine Qualle. Und tschüss. Die muss jetzt aber auch sterben. Ich will gucken, was hinter mir ist. Hinter mir muss sicherlich was Interessantes sein. Irgendwas Interessantes. Lass irgendwas Interessantes auch sein. Nichts. Doch eine Muschel. Hey. So. Hey, jetzt geh auf. Oh, Donald, du bist voll drauf. Voll im Weg der armen Muschel. Oh, jetzt bin ich im Weg. Runter.
Och, das ist doch nicht zu glauben. Ey, warum haust du da so drauf? Sora. So, machen wir es einfach so. Jetzt gib mir her, was da drin ist. Irgendwas Gutes, irgendwas Gutes. Misrelherz, das ist nicht sehr gut, aber egal. Das muss doch irgendwas scheinen, was man benutzen kann. Dabdam. Ha, voll mit Gravitas eine reingehauen. Hä, komm her, Augenwerfer. Werf deine Augen nicht überall hin, wo sie dich hingehören. Ich helf dir nicht. Du bist doch noch voll gut in Schuss. Hey, cool. Ich bin aufgestiegen. Meine Abwehrkraft ist hochgegangen und ich habe Charmeur erlernt. Oh nein, so viele Quallen. Erstarre. Warum soll ich dir mal helfen? Du hast doch genügend Leben. Ist ja nicht so, dass du gleich stirbst. Gott. Frauen. So. Wow. Da geht's hier auf. Her mit dem guten Stück. Mega Ether, cool. Von dort kommen wir? Ne, von dort kommen wir. Was ist denn dort? Dort ist Meeresidyll. Das sieht doch schön aus hier. So. Und sie öffnet sich. Und was gibt sie uns Schönes? Gib es mir! Gib es doch mir endlich her! Mega Potion. So. Sieht einfach ziemlich ruhig und frisch und saftig hier aus. Alles klar. So, wieder raus. Ab zum Meeresgebirge wieder. So hier hoch. Ist hier noch was Schönes, Interessantes? Irgendwie sieht dieser Stein auffällig aus. Oh, Ariels Versteck. Oh, ich verstehe. Eine Schatztruhe. Und es ist Mega Potion. Ich glaube mal kaum, dass hier unten Welpen sein werden. Wenn, dann tun die mir echt leid. Sieht alles aus wie so Schätze aus der Menschenwelt. Sehr nice. Ja, wir Menschen haben tolle Sachen. Es ist so ein Flatscreen da in der Ecke. Wagt es nicht, rumzukacken hier, doofen Qualis. Erstarre. Pfui, ich will da draufhauen. Aua. So. Deine blöden Arme kannst du dir sonst wohin stecken. Ja genau, Ariel, du machst es richtig. So, okay, folgen wir jetzt weiter der Route. Oh nein, ich tue schon wieder. Jetzt hau doch endlich mal ab. Unglaublich. So. Palasthof. Na, das hört sich doch schon mal sehr schön an. Oh, was bist du denn? Du bist tot auf jeden Fall. Du gibst 15 Punkte. Das ist gut. Trifft sich gut. Sieht schön aus hier. Na. Zack. Yeah. Voll kaputt geschnitzelt. Na, du nervst auch, weißt du das? Technik 2 Punkte. Voll die Augenscheinwerfer hier so. Wo bin ich? So, eine Muschel. Ha! Oh, sie öffnet sich gut. Ich dachte schon, sie schließt sich wieder. Mega Alter. Nein, das ist keine Muschel, die man öffnen kann. Da 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 da. Sonst noch irgendwas hier? Eine Muschel. Zack. So. Elixier. Sehr schön. Ba, 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 ba. Die sieht aus, als ob die mit Blitz aufgeht. Eine gelbe Muschel. Misrelerz wieder mal. Okay, dann gehen wir jetzt mal zu König Triton.
Ach nein, ich will schon wieder. Naja, er gibt gute Punkte. Immerhin. Und zack. Yay, eine auf die Fresse. Und der hat was fallen gelassen. Das will ich haben. High Potion. Immerhin. Trifft sich doch gut. Weg mit dir. So, stimmt ja, Sora hat ja Charmeur erlernt, fällt mir gerade auf. Und dafür hat er sogar genügend Ability-Punkte. Tritons Gemach. Das war sehr knapp. Solange ich meinen Dreizack habe, werde ich diese Kreaturen innerhalb des Palastes nicht dulden. Vater? Oh, Ariel, wann wirst du endlich verstehen, dass es gefährlich ist? Da draußen lauern seltsame Kreaturen. Habt Acht! Ihr schwimmt vor dem Herrscher der Meere! Seine Majestät, König Triton! Und wer ist das? Mit ihnen haben wir diese Kreaturen besiegt. Sie kommen mir nicht bekannt vor. Wir kommen von einem Ozean sehr weit entfernt. Ja, wir sind hier, um das Schlüsselloch zu suchen. Das was? Was ist das? Naja, das ist... Sowas gibt's hier nicht. Bestimmt nicht hier. Aber Vater! Ariel? Kein Wort mehr. Du darfst den Palast nicht verlassen. Ist das klar? Vielleicht bin ich zu streng. Ich bin doch nur um ihre Sicherheit besorgt. Natürlich, Eure Majestät. Aber zugegeben, jetzt bin ich ziemlich neugierig auf das Schlüsselloch. Das hat dich nicht zu beschäftigen, Sebastian. Hast du etwas zu berichten? Wie ihr vermutet hattet, Eure Majestät, sie scheinen aus Ursulas Grotte zu kommen. Ich wusste es. Diese Meerhexe führt nichts Gutes im Schilde. Die Verbannung aus dem Palast hat sie wohl nichts gelehrt. Ja, sie stellt eine Bedrohung dar. Und ich hab dir doch befohlen, Ariel von Gefahren fernzuhalten. Oder etwa nicht? Eure Majestät, bitte, ich... Tja. Anscheinend weiß Triton etwas über das Schlüsselloch. Anscheinend. Okay. Ja. Sie darf den Palast nicht verlassen, aber wahrscheinlich wird sie es sowieso machen. Ach, guck mal, hier ist ein Triotech, aber nur ein weißes. Was wir sowieso noch nicht aktivieren können, also macht es eh keinen Unterschied. Ja, was können wir eigentlich so großartig machen? Ich glaube, ich gehe nochmal zurück zu Triton und plauder mal mit dem eine Runde. Ach, warum schwimme ich nur so unglaublich langsam? Wow, Donald viel MP. Alter, hat er echt so viele MP schon? Oder kommt das jetzt, weil er unter Wasser ist? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Muss echt so viele MP haben. Ah, gucke mal. Schwing. Ich meine, gucken. Donald, 7 MP. Wow, Ariel 5 und ich habe nur 4. Wie traurig. Oh, Donald steigt bald auf. Genauso wie Goofy. Da wechsle ich mal wieder zu Goofy. Ja. Bestätigen. So muss das ablaufen und nicht anders. Sonst noch irgendwas zu erledigen? Nein, sieht ganz, was zur Hölle ist gerade passiert? Mein Fernseher ist ausgegangen. Okay, ich muss jetzt sowieso nur abspeichern. Dann muss ich jetzt mich irgendwie manövrieren am PC mit der Zeitverzögerung. Wartet, das kriege ich hin.
Das kriege ich hin, ganz vorsichtig. Auch wenn das ziemlich gerade dumm aussieht, aber ich sehe das zwar auf dem PC, das Bild, aber es ist sehr zeitverzögert und ich komme damit überhaupt nicht zurecht. So, geschafft. Okay, ich habe keine Ahnung, warum mein Fernseher eben ausging. Er ist einfach nur ausgegangen. Ich kann ihn auch normal wieder einschalten, habe jetzt aber keine Lust. Ich werde jetzt einfach nur abspeichern und dann sowieso den Part beenden. Also, nicht wundern. Oh, im Bauch 4 haben wir das letzte Mal gespeichert. Wer hätte das gedacht? Okay. Freunde, komische Scheiße. Aber im nächsten Part machen wir dann weiter. Also, ich drehe mich erstmal wieder um und sag Hallo. Hallo. Und dann bis zum nächsten Part, Freunde. Also, ciao.